So, there you go. Ich habe mal jetzt die Zeit auch genutzt. Wir haben jetzt einen neuen Sound Alert, einen Sound Clip drinne, mit Ausrufezeichen Pretty. Yeah. Okay. Sure. Come on, Radanski. Dann. Me don't like this move, because I'm too shit for this move. Yeah. 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 Na, immerhin haben wir ihn einmal getroffen, ne? Immerhin, war er nicht, flawless victory. You know? So. Are you kidding me? Different start. Different start, I'm dead. Before me see you, a thousand year voyage guided by compassion. Mikula, shut up, let me. Die zweite Rolle hat er diesmal nicht gemacht. Oder war ich noch zu nah dran oder was? I don't know. Nee, eigentlich nicht, ne? Das war doch von außen her weit genug weg. Weird. Na, hier hat's ge. Okay. Viel zu früh schon wieder. Was ist denn los? Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich bin schon wieder komplett raus. Ich bin. 5 Minuten Pause, komplett raus. Wow. Wow. Okay. Machen wir keine Pause mehr, wa? Kappa. Holy shit. Was soll das denn? Damn. What a bitch. Come on. Ren, don't do random stuff. Okay. Slash.
Hä? What? Das ist wieder einer der leichtesten Schläge und ich habe das Timing wieder verpasst. Das passiert heute so oft. Oh mein, und das passiert auch so oft heute. Holy shit. Mega. Oh no. Wir stehen wahrscheinlich direkt vor ihm jetzt, eh? Oh no, okay. No, what am I doing? Also wirklich, mein Timing kotzt mich gerade selber an. Ne? Das ist eigentlich immer am schlimmsten, wenn dir halt sehr oft auffällt, dass es ja, dass dein Timing bzw. dein Skill absolut nicht ausreicht für heute. Das nervt. Come on. Stop it. Just stop it. Man merkt halt selber, man ist zu langsam oder zu schnell. Oh Gott. Oder man reactet zu Sachen, die man... Ja. Ja, reset, please. Ja, ja, kill me. Thank you. Ja, genau das. Genau das. God damn it. Na komm. Ich muss mir das abgewöhnen, Alter. Das geht nicht, ey. Das ist so schlimm mit diesem Move. Ich versuche den halt zu parieren, aber ich bekomm's einfach schon jetzt schon gefühlt seit 3 Streams nicht hin, diesen Move zu parieren. Absolut insane. Okay. Sir? Okay, that's wild. Okay, that's wild, sir. That's absolutely wild. Oh. Zu früh und tot. Oh. Ein Fehler und halt tot, ne? Es ist genauso wie damals bei Malenia. Du machst halt einen Fehler und bist eigentlich tot, so, ne? Aber bei ihm ist es halt... Er hat halt so viele Moves. Da ist Malenia halt ein Witz gegen. Also ein absoluter Witz gegen. Holy shit. Randoms. Okay. Oh my god. Okay.
Ja, ist wirklich so. Also Malenia ist wirklich ein Witz dagegen. Ich meine, sie hat zwar den Move, dass sie bei jedem Hit quasi sich heilt. Aber das kann man halt leicht ausbalancieren. Bei ihm ist halt, der hat 5000 Moves, die dich eigentlich so gut wie instant killen. Also zumindest in der zweiten Phase. Oder wenn du halt so ein dummes Zeug machst wie ich gerade. Dann geht das auch. Ja, siehst du? Easy. Es soll einfach nicht sein. Es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Es ist wirklich so. That's insane. Also zumindest heute nicht. Mach deinen Move, yeah, there you go. Oh, was mache ich denn? Zu dumm, der hätte ich parieren sollen, ich glaube. Es ist einfach, als wenn mein Finger schlafen würde, so. Das ist so komisch. Timing ist, holy shit. Was ist denn da los? Hallo? Hallo? Kannst du noch parieren? Geht da noch was heute, oder was? Können wir da noch mal so ein bisschen... Eieieiei. Ich hatte... Ja, dreimal die Chance, wieder zu parieren. Und absolut daneben gesammelt. Ich glaube, zweimal zu früh und einmal zu spät, oder whatever. Oder andersrum, I don't know. Sir? Kommen die leichten Schläge nicht mehr, ne? Ich schaff's einfach nicht mehr, die leichten Schläge zu parieren. Also wirklich die leichtesten Schläge. Machst du sonst nicht immer so eine kleine Pausen? Oder habe ich das verpasst? Ich habe schon eine Pause wieder gemacht gehabt. Ja, ja, doch. Bei 2 Stunden 14 oder 2 Stunden 12 oder so habe ich Pause gemacht. 5 Minuten oder so. 6 Minuten. Jojo, alles schon erledigt, mein Bruder, ne? Ja.
Dachte wegen Reflexe. Ja, ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Ich kann es echt nicht sagen. Es ist einfach nicht mein Tag, würde ich sagen. Also ich muss richtig lucky werden, um irgendwas zu treffen heute. Und halt auch wieder so weit zu kommen wie eben gerade. Da waren wir ja wirklich close. Aber es ist so, jetzt seit der letzten Pause bin ich komplett raus irgendwie. Davor ging's ja. Just take it. Just take it. Bin wieder da, keine Sorge. Achso, jetzt sagst du jetzt, jetzt funktioniert alles wieder. Okay. Okay. Alright. Let's go. I see. Jetzt machen wir einen Platz, sagst du. Mojo wiederhergestellt. Aber nicht, wenn der random Statis macht. Oh Gott. Okay. I'm done. Give me health back, sir. Huh? Okay. So weg. Er macht die Platte 1 auf jeden Fall. Ja, wo soll ich da denn hin? Holy shit. Ich will immer auf diese Stichattacken auftreten. Ersatz Sekiro. Ah, Sekiro, ja. Davon müsste mal irgendwie ein zweiter Teil rauskommen oder irgendwie halt sowas ähnliches von From Software, um ehrlich zu sein. Sekiro war echt super gut. Kampfsystem, Alter. Mwah, Chef's Kiss. Chef's fucking Kiss. Ja. Also hat er mir gar keine Chance gelassen, irgendwas zu machen. Keine Rolle, kein Parieren. Nicht mal gehen durfte ich. Ja, wir haben gar nicht so lange her, da haben wir habe ich einen Sekiro-Run gemacht. Ach stimmt, da habe ich sogar einen Sekiro-Item und Enemy-Randomizer gemacht. Ja, das war lustig. Das war lustig. Zum Schluss hatte ich Old Father und in der zweiten Phase hatte ich dann den Divine Dragon. das war super lustig. Rolle. Hidden. Nice. Game, das ich nett modded hatte bisher, fällt mir mal auf. Okay, also Enemy and Item Randomizer kann ich dir nur empfehlen. Das definitiv. Ich habe eigentlich nur den Mod gehabt, um ehrlich zu sein. Es gibt ja auch einen Online, also Multiplayer Mod, ne? Kannst du auch mit mehreren zusammenspielen. Sehen zwar alle aus wie Sekiro halt, ne, aber man kann zusammen zocken. Ach, Bullcrap! Ich weiß nicht, wo da der Parry war. Der, ja.
Alle anderen gefühlt, alle Mods ausprobiert, die es gab. Elden Ring mit AK-74 kann ich zum Beispiel empfehlen. Mods haben, oh ja, habe ich schon gecheckt, im Prinzip. Ja. Elden Ring haben wir eigentlich, habe ich auch noch nicht so, also Elden Ring habe ich jetzt nur, auch mein Favorite halt Item und Enemy Randomizer, das ist mein absolut Favorite. Und wir haben im Seamless Co-op Mod gespielt, mein Neffe und ich, das eine Mal. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Mods, die ich je hatte auf Elden Ring, um ehrlich zu sein. Muss ich überlegen, ja. Ja, doch, mehr haben wir nicht gemacht. Also quasi meine beiden Favorites. Was ich dann, was halt auch cool wäre dann irgendwann, eine Seamless Co-op Mod, Enemy und Item Randomizer. Oh, das wäre so cool. Vor allen Dingen jetzt mit dem DLC. Das wäre mega cool. Achso. Warum mache ich das so früh? Why? Why? Just why? Ey, ich... Hat im Enemy Randomizer 300% Difficulty Co-op mit Waffen, One Piece Mods und so. Habe ich sehr viel ausprobiert in Endring. Okay, nice. Wobei, stimmt, One Piece Mods habe ich schon gesehen gehabt. Was weiß ich, du kannst als Zoro spielen oder so. Ich weiß gar nicht, ob du als Ruffy spielen kannst. Oh, I'm dead. I'm dead. Aber ich hatte halt einen gesehen, der hatte irgendwie mit Zoro gespielt. Das sah auch ganz lustig aus, auf jeden Fall. Schön im Katana-Stil. Vor allem passt es auch, wenn er dann so den Zwei-Schwerter-Stil macht, einen auf den. Super cool. Vor dem DLC hatte ich mit einem Kollegen Koop mit Randomizer gespielt und war mies witzig. Okay, kann ich mir gut vorstellen. Schon alleine der Seamless Koop-Mod war selbst im Base-Game, also Vanilla-Version, sehr, sehr witzig. Also, ja, absolut. Absolut. Wir haben uns gut beömmelt. Hab mit Mihawk gespielt. Oh, Falkenauge. I see. Alright. Nice. Nice. I like that. Ja, cool. Cool. Ja, also im Prinzip müsste ich mich auch ein bisschen mehr ausprobieren, was Mods in Elden Ring angeht. Aber irgendwie bleibe ich halt irgendwie doch immer bei den Standarddingern, um ehrlich zu sein. Oh, meine Nase juckt. Oh shit. Jetzt hat. Oh Gott. Oh, okay. Fies. Oh, das war fast zu früh. Ich probier's immer noch, ne? Ich sagte, ich wollte es mir abgewöhnen, aber ich krieg's nicht hin. Fies. Okay. Well, you know what? Fuck you. Aha. Dumbo. Okay, I'm the Dumbo, apparently. God damn it. Dachte, ich mache jetzt einen auf Five-Head, weißt du? 200 IQ und so. Und dann, Radan so, nein. Das tust du nicht. So nicht, junger Mann. Wow, okay, cool Start, Bro. Mein Buff wird bis dahin weg sein. Das hat er natürlich schlau gemacht, der Hund, ne? Ja, ja, ja. Wusste er genau. Weg.
zu früh. No! You son of a bitch. Ich wusste, dass er den... Oh my god, okay. Nur so Schlüssel-Items würde ich nicht mehr randomisieren, war einmal witzig, aber auch gut mühsam. Oh, ich finde das immer noch, ich finde das geil. Ich habe das in jedem Spiel eigentlich immer wieder randomized, die Schlüssel-Items. Ich finde es halt immer wieder cool, weil du halt... Ja gut, klar, im Prinzip bist du gezwungen halt viel, viel zu exploren, aber das finde ich halt das Geile dabei. Ne? Ich liebe das auf jeden Fall. Zu exploren. Auch wenn ich halt viele Orte natürlich schon kenne, weil man war da schon gefühlt tausendmal ein auf denen. Aber ich liebe das, wenn du halt nach was suchen musstest, ne? Ich weiß gar nicht, wie es bei uns war oder beziehungsweise bei mir war in einem Randomizer. Ich glaube, wir waren ziemlich lucky mit den Items. Oder hatte ich die auch so gelassen? Ich weiß es schon gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Müsste ich mir echt selbst nochmal angucken. Ist schon ein bisschen her, leider Gottes. Bei mir war im Malenias Gebiet der Schlüssel für Renala. Oh mein Gott, okay. Ja, ist, ne? Aber ich meine, wenn du dann zu Renala kommst, Alter, dann, ne, das ist ja Piece of Cake, you know? Also ist ja, ne, die machst du ja dann ratzfatz platt, weil du halt dann absolut OP bist. Wobei, gut, kommt drauf an, wen du bei Renala dann als Bossfight hattest, wenn du natürlich randomized hast. Wird natürlich nicht Renala da drin sein. Okay. Okay, Sir. Das hat er wieder schlau gemacht. Das ist ja wieder meine Buffs weg, Leute. Ja. Asshole. War Riker drin, okay. Aber ich muss sagen, jetzt muss ich da mal Tacheles sprechen auch, ne? Bei mir war jetzt, okay. Bei mir war auch sehr oft, wenn ich den Randomizer anhatte in Elden Ring, ob das jetzt Offcam war oder halt im Stream, war sehr oft Riker bei Renala drin, muss ich sagen. Also wirklich. Aber ich hatte zum Beispiel, das war glaube ich sogar auch bei dem letzten Randomizer-Run, hatte ich Radahn, also Kaelid Radahn, macht ja Sinn, weil da gab es ja das DLC noch nicht, war in dem Bossraum von Captain Nial, also kurz bevor du die zweite Medaille von Malenia's Secret Halic Tree bekommst. Der Typ, der quasi die beiden Ritter summoned. Da war Radahn bei mir drinne. Wenn wir von kleinen Räumen sprechen und großen Gegnern. Das war absolut insane. Vor allen Dingen, wenn er dann mit seinem Kometen da reinkommt, weißt du? Ach, ey. Eieiei. Schön. War schön. Ah, da kann ich noch No, five head. Oh, ey. What? Lass mir sagen, dass... Was ist denn jetzt schon wieder los? Come on. Or whatever. Ist ja doof manchmal, wenn man gewisse Sachen machen will, die sonst garantiert sind. Ja, gut, okay, klar, im Random, ja, gut, das ist natürlich dann blöd, da muss man halt anders agieren, beziehungsweise reagieren, whatever. Aber, wie gesagt, mir macht das halt nichts aus. Wenn du durch gewisse Sachen auch mal wirklich gezwungen bist, das Spiel mal anders zu spielen, als du es sonst gewohnt bist, ist ja nichts Schlimmes dabei, weil es ist ja eine Art von Abwechslung. Deswegen spiele ich ja den Randomizer. Ne, weil es wechselt halt immer ab. Es ist so abwechslungsreich halt, ne? Hatte einmal in Margot's Realm, in der goldenen Stadt, also Margot, okay, den Feuerriesen drinne und der war so gut wie der außerhalb der Arena. Musste neu würfeln, weil ich sonst legit weitermache. Okay.
Fire Giant bei Margot drin. Okay, das stelle ich mir auch übel vor, ja. Ja. Vor allen Dingen, welche Phase war er denn? Wait, stand das dabei? War er Phase 1 oder Phase 2? Ich glaube, Phase 1 würde sogar noch gehen, right? Phase 2 ist übel. Phase 1, okay. Okay. Ich würde, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, Phase 1 ist sogar machbar. Also machbar ist es natürlich, klar. Davon mal ab. Dann sagen wir mal so, ich glaube, das ist nicht so schwer. Ich denke mal, Phase 2 wäre deutlich fieser, weil halt viel mehr Feuer dabei ist und viel mehr AOEs im Prinzip, you know. Warum mache ich das? Ich möchte mich einfach selber schlagen. Reset. Achso, ja, stimmt, ja klar, das macht natürlich Sinn, wenn er nicht im Raum ist. Ja, das hatte ich jetzt außen vor gelassen. Wir hatten, wobei, nee, das war jetzt kein Bossfight, aber wir hatten sehr oft große Gegner, so wie Drachen zum Beispiel, keine Ahnung, diese großen Pilze und all sowas, diese großen Pflanzen teilweise, die waren dann natürlich auch in manchen Areas total in der Wand verbuggt, aber sie haben dir trotzdem noch den Weg versperrt, weil, was weiß ich, du musst auf so einen kleinen Steg um die Ecke laufen. Und eigentlich steht da der Drache auf dem Steg, aber weil er halt zu groß ist, steckt er halt in der Wand drinne halb. Und sein langer Kopf steckt so auf dem Weg, dass du halt nicht vorbeikommst. Und dann musst du ihn halt trotzdem irgendwie töten können. Und alter Schwede, das ist super nervig. Bei Bossen ist natürlich auch nervig, ja. Ich kann mir vorstellen, wenn du da halt auch gar nicht wirklich drankommst und der trotzdem seine AOE-Attacks macht und du dann halt down bist, das ist natürlich, er wurde außerhalb gespawnt. Ich habe es dann nicht so einstellen. Ja, okay, ja, ja, right, okay. Für die Drachen und Ameisen. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also hätte ich jetzt Medium Roll, hätte ich das nicht geschafft. Zum Glück habe ich Light Roll gemacht, ey, ohne Scheiß. Ich krieg zwar jetzt ein bisschen mehr Schaden wegen den Klamotten, aber... Whatever. Ah, what? Hä? Whoa? Okay, jetzt sag mir, ob du gesehen hast, ob er seine linke Hand bewegt hat, falls du drauf geachtet hast. Ich habe jetzt dreimal parieren gedrückt und ich habe das Gefühl gehabt, es ist schon wieder nichts passiert. Also wirklich gar nichts. Einfach nichts. Holy shit, ich habe nicht mal den Ansatz gesehen. What the hell? Stop it, please. Oh Gott. Oh Gott. Was ist da los, Mann? Come on. Wow. Ja gut, muss mich mal ausklingen. Hab noch kaum Akku und leider nur ein kurzes Ladekabel. Viel Spaß und Glück dir noch, Mann. Sieht und hört sich. Ei, alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Noch viel Spaß in deinem Resturlaub oder in Dänemark. Und ja, mach's gut. Gehaben Sie sich wohl, ei. Okay, let's go. We'll be right back.
Jo, danke dir. Danke dir. Ja. Sehr gute zweite Phase. Die hat mir sehr gefallen. Beste bisher, Kappa. Psst. Wow. Oh no, random start, of course. No parries, no. Oh man, warum startet er immer random? Nicht immer, aber warum startet er random, Mann? Goddammit. Starte normal, mach deine AOI. Ah. Son of a gun. Waffe ist wieder weg, aber okay, passt. Dodge! Okay. Oh, viel zu früh. Holy shit. So off. God damn it. Okay, jetzt schaffen wir es zwar in die zweite Phase, aber dann destroyt er mich direkt am Anfang. Also, da hat er gar keinen Bock drauf, würde ich sagen.
No, reset me, come. Reset. Reset, please. Just, thank you. No. This move, man. This fucking move. Oh, man. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es immer noch probiere, den zu parieren. Ey, ich muss so beschränkt sein manchmal, ehrlich. Das geht jetzt schon seit 3 Streams so. Obwohl ich weiß, dass es mir schwer macht damit. Und anstatt einfach wegzurollen. Saturino, ey. Naja. Oh. You know what? Let's test it with the... Where you at, sir? There you go. Let's test it with this again, shall we? Okay, so, der Buff schon wieder weg, ne? Also zumindest der Feuerbuff. Ja. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich habe schon wieder gemacht. Aber jetzt Glück gehabt. Oh mein Gott. Shit, wir werden nicht geheilt, das ist nicht gut. Come on. Okay, nice. Oh, what? Alter, das ist ja ein bisschen länger her, dass mich ein Komet getroffen hat. Wobei, ich glaube, heute hat mich doch, heute hat mich was getroffen. Aber holy shit, warum ausgerechnet jetzt? Oh, money. Money. Okay. Oh, what am I doing? Oh, random stone. Oh, okay. Ah, der Feuerbuff hält aber wirklich nur super kurz. What the hell? Okay. Did it again.
I'm so dead. I got like 1 HP, man. Oh my goodness. Okay. Oh. Oh. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, ich glaube, den Feuerbuff können wir uns echt sparen, ne? Weil der hält gar nicht bis zum Parieren. Also der hält die Zeit nicht durch, bis ich pariere, also bis ich den Critical ansetzen kann. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Ah, whatever. Und drinne einsetzen, dafür habe ich keine Zeit, right? Ja. Oh Gott. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Okay. Ach, come on. Oh Gott, was war das? Oh mein Gott, ein Moment zu früh gesprungen, nur ein Moment. Oh. Nee. Sad, Gerino. Was haben wir denn? Oh, eigentlich schon wieder gleichzeitig für eine Pause, ne? Okay, wow. Okay, right. Also ich habe das Gefühl, dass teilweise das Schwert doch mehr Schaden macht. I think that's weird though, right? Hm. Whatever. Ja, lass uns noch so ein, zwei Runden machen. Oder also sagen wir mal so zwei relativ gute, at least. Und dann machen wir ein kleines Päuschen wieder. No. Oh, wow. Fivehead. Oh, God, yeah. Alright, okay, yeah.
könnte zu spät gewesen sein. Okay, nee, so war's. Warum hittet mich da jetzt auf einmal ein Komet all the time? What the fuck? Das ist ja nervig. Ist jetzt das zweite Mal schon, ne? Oder dritte? Ne, ich glaube zweite Mal. Holy smokes. Das gibt's nicht. Warte mal, können wir... Wait, I just realized. Das hält doch ein bisschen länger, ne? Der Feuerbuff irgendwie... Mesmer's Grease. Hat mir das Rezept dafür? No, right now. Savage. Haben wir allgemein Feuer? Wir haben gar kein anderes Feuer. Okay, Savage. Na gut. Dann probieren wir einfach mal. Ja, Grease, right? Some grease, please. Grease, please. Oh, we can. Oh, well, never mind. Yeah, okay. Good. We wasted some time right here. Also, glaube ich, wegen Ash of War, oder? Ich muss das mal kurz testen. No, stop. Wait, how are we gonna get rid of that again? Oh yeah, there you go. I'm done. I'm just done. Okay. Can we use it now? Stop. Yes. Yes, we can. Okay. Weil das müsste, glaube ich, ein bisschen länger halten als den Feuerbuff, den ich da drauf zaubern konnte, quasi. So, let's see. Mal gucken. Also hoffentlich. Schauen wir mal. Oh my god. Ah, der hält auf jeden Fall schon mal den Parry durch, okay? Oh, der. Der hält sogar zwei Parries durch. Wow, okay, nice. I like that. Huh? Ich check's einfach nicht. Ja, okay, ja. Da war ich wieder viel zu früh. Aber gut. Zumindest hält das länger, das ist schon mal gut zu wissen. Wir haben zwar nur noch zwei Stück. Ich könnte im Prinzip gucken, wo man das Rezept dafür bekommt, aber na. Wenn sie alle sind, sind sie alle, right? Wie gesagt, eigentlich Schaden machen wir ja durch den Parry genug. Also im Prinzip brauchen wir nicht viel. Kann ich noch nicht mal wegdodgen irgendwie? Oh Gott.
warte mal, du Schnappe. Schade, schade, schade. Zu früh, ja, ja. Ach man, immer die leichten Schläge. Ich verstehe heute nicht, warum ich die leichten Schläge so verkacke, ohne Scheiß. Es ist wirklich so dumm. Oh my God, meine eigene Dummheit kotzt mich gerade so an. Mommy, please. Holy shit. Wieder zu früh. Wieder bei dem leichtesten Schlag. Ich weiß nicht, was da los ist. Wirklich. Also heute ist der Wurm drin. Wir hatten nur diese eine Chance vor, keine Ahnung, 2 Stunden ungefähr. Wobei eine anderthalb, keine Ahnung, 1/3, irgendwie sowas. Das war unsere einzige Chance für heute. Und jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Bye,
Fire Radahanski. Normal Feuer? Sure. Sure. Okay. Das wird dumm. Okay. Nice. Oh, let's take another sip. Stay hydrated. Let's go. Ach so, wait, ja, Pause. Ach, I'm dumm. Ich war schon wieder voll in the zone. Pause. Es ist Pausenzeit. Warum sagt denn keiner Bescheid hier? Verdammt nochmal. Frechheit. Stop. Okay, yeah, little break, my little friends, right? 5 to 10 minutes, as always. God damn it. Okay. Ja, würde ich sagen, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten, dann bin ich wieder da. Mal gucken, eigentlich wollte ich mir noch meinen Salat vorbereiten, aber das habe ich heute nicht geschafft. Verdammt, goddammit. Naja. So, stay hydrated, take a little snack. The captain will be right back.